Ich war lange weg, ja. Es durch einen tragischen Unfall einer Musikerkollegin ist das Ganze entstanden, dass der Helmut und die Katharina zusammen bei einer Charity Songs spielen sollten und leider die Bandkollegen von einer anderen Formation leider nicht konnten. Ja. Wir haben sie zufällig getroffen, der Helmut hat gemeint, willst du mit uns was singen? Sag ich, mit euch ja. Ja. Da haben wir da drei Songs, glaube ich, gespielt. Ja. Kurz vor dem Salon draußen geprobt, drei Nummern, zack, das funktioniert, passt. Das war's. Und im November drauf, das war im Mai, und im November hat mich der Helmut angerufen und gesagt, mach mal was. Er hat gesagt, ich mit dir, mit euch, ja, sonst nicht mehr. Das ist das Ergebnis. Mein Papa hat mir später so einen Raum-in-Raum-Konstruktion gebaut. Da kann ich drin. Also früher hatte ich sehr lange elektronisches Set. Da hat er jetzt die erste Probe schon ein bisschen als Test gesehen und war mehr oder weniger jetzt, ja, das ist kein Geheimnis, dass ich viel über bin. Aber einfach mit dieser Herrschaft zusammenspielen, das nochmal ansporn, nochmal draufzusetzen und dann noch besser zu werden. Mein Song. Für mich war es sehr gut aufgenommen und drei mehr extrem über das Testen. Nee, ich habe sie zusammengestellt und bin natürlich höchst zufrieden und glücklich, dass das Projekt da wirklich stattfindet. Ja. Und dass es musikalisch so funktioniert, wie es tut, war eigentlich durch die Persönlichkeiten schon klar. Weil es sind schon für mich die besten Musiker, die man in Österreich kriegen kann. Also, das vorstellen, ich habe eine Agentur, die nennt sie AS Promotion, was der Helmut ja schon auch Cora Public in zankenswerterweise erwähnt hat. Ja, also. Und ich mache seit 2005 mache die Veranstaltungen und mein Ziel ist es, qualitativ gute Musik zu machen. Oder zumindest zu organisieren, nicht zu machen. Singen kann ich nicht, also da würden die Leute vorrennen, das mache ich lieber nicht. Und ich muss sagen, das war heute einer der besten Konzerte, die ich gemacht habe. Aber eines der größeren Projekte ist jetzt, was ich jetzt vor mir habe, ich wäre im Ende November und im Dezember im Mut im Konzert für der Wiener Sängergnabel. Ich werde zwei Konzerte organisieren. Das eine ist mit einem Opernsänger mit einer internationalen zwölfköpfigen Combo. Die machen so Musik von O Sole Mio über verschiedene Opernarien, ja. Und das Ganze kommt da zugute für die Wiener Sängergnabel, ja, die eigentlich ein österreichisches Kulturgut sind. Und am 18. Dezember, da bin ich wieder ganz happy, habe meine Gospel aus Amerika wieder da. Es gibt bei mir zwei Websites. Die eine ist das www.es-promotion.at und der andere ist kultur-freizeit.com, wo ich genauso meine Konzerte eben promote. Natürlich, und zwar unter www.chrisbucksband.at. Ganz simpel und einfach, genauso wie der Name ist. Einfach www.at hinten dran. Da sind unsere Termine, Tourdaten, unsere Geschichte, unsere Preise, was wir gewonnen haben. Also da kann man alles einsehen. Ja? Und da sind auch die nächsten Termine drauf. Und der nächste Termin, wenn ich es richtig habe, ist der 23. November in Biedermannsdorf. Heute haben wir eine ganz tolle französische Komödie zu erwarten, die ein bisschen eingewinnert wurde, wo es darum geht, dass sich eine Männergruppe wöchentlich trifft, um einen Spinner, einen Schrulli zu prämieren, der nichts davon weiß, was ihm passiert und warum er da eingeladen ist. Aber an dem Tag geht was schief, weil der Einlader einen Hexenschuss hat. Es geht mit dem Hexenschuss los und dann verwirrt sich das Ganze immer mehr, bis eben dann gegen zum zweiten Teil hin der Finanzprüfer kommt und das Ganze eskaliert. Eva Christina Binder hatte genaue Vorstellungen über die Figuren und hat uns konsequent angehalten,
diese Figur so zu spielen, wie sie es will. Und das ist gut so, muss ich sagen. Sonst wäre der Abend nicht so ein Erfolg, wenn wir uns nicht genau an ihre Regieanweisungen halten. Der zweite Rentenwirbel. Gott, was Erstes? Nein, aber ich fürchte, ihr Kinder müssen Sie heute absagen. Ja, auf gar keinen Fall. Ich kann das im akuten Zustand nicht behandeln. Ruhen Sie sich aus, rufen Sie morgen in der Früh in meiner Praxis an und lassen Sie sich einen Termin geben. Ich habe heute Abend einen Weltklasse-Trottel. Ich bitte Sie, tun Sie etwas. Geben Sie mir ein Beruhigungsmittel, eine Spritze. Egal was, aber tun Sie was. Heute Abend Essbeutel und absolute Ruhe. Ich war so aufgeregt. Da rufen Sie mich im Ministerium an und laden mich zu einem Dinner ein. Und jetzt bin ich sogar bei Ihnen hier in der Wohnung. Also ich muss schon sagen, Sie sind etwas Besonderes, Herr Schneider. Ach, nicht doch, nicht doch, doch. Doch etwas ganz Besonderes. Als Sie am Telefon sagten, Sie könnten sich vorstellen, ein Buch über meine Modelle herauszubringen. Da war ich, wie soll ich sagen, Sie haben mein Leben verändert. Was das Buch betrifft, so ist das doch ein ganz vages Projekt. Hallo, guten Abend, gnädige Frau. Ich rufe nur an, um Ihnen zu sagen, dass gnädige Frau Stein zurückgekehrt ist. Ja, jetzt soeben. Es geht ja gut. Herrn Stein geht es auch gut, es geht uns allen gut. Ja, den Hexenschuss hat er schon noch, aber er gewöhnt sich langsam daran. Scherz, also bitte im Ernst, ich brauche diese Adressen. Wozu? Für einen Freund von mir. Der glaubt, dass sich möglicherweise seine Frau dort aufhält. Seine Frau bei Steiner? Das arme Schwein. Der ist ein Lustmolch. Kellerbühne, echte Kleinkunst hier im 15. Beim Reifenwechsel zum Beispiel immer wieder halt auch verpasst, mir rechtzeitig einen Termin zu sichern. Und das passiert mir bei anderen Dingen leider auch. Es ist ja leider so, momentan ist Do-It-Yourself in, aber auch deswegen, weil überall Personalmangel ist. Es ist überall Personalmangel. Also wenn du zum Beispiel beim Reifenwechseln nicht im Sommer anrufst, dass du vor aller Heiligen einen Termin willst, dann kriegst du erst Weihnachten wieder an und kannst dann gleich in den Sommerreifen im März nur zum Wuchten hinfahren. Es ist überall Personalmangel. Früher gab es ja ganz klar Frauenjobs und Männerjobs. Das war eindeutig getrennt. Also typischer Männerjob war zum Beispiel Bankdirektor, Abteilungsleiter, Primarius, gibt es zum Beispiel gar keine weibliche Form, Primarius, tierische Primat. Frauenberufe typische waren zum Beispiel Kindergärtnerin, Kantinenköchin, Alleinerzieherin. Das waren so typische Frauenberufe immer. Nötig, aber. Ja. Und jetzt kommt mein ganz besonderer Liebling. Mein ganz besonderer Liebling. Das österreichische Weltraumgesetz gibt es tatsächlich. Das österreichische Weltraumgesetz, meine Damen und Herren, regelt unter anderem die Vermeidung von Weltraummüll. Und ganz, ganz interessant ist aber, Paragraph 1 Absatz 1, Ziffer 1 des österreichischen Weltraumgesetzes. Dieses Bundesgesetz ist auf Weltraumaktivitäten anzuwenden, die auf österreichischem Staatsgebiet durchgeführt werden.
von der Wahl. Wir sind heute wieder mal im Jocherl und heute ist bei mir Ludwig W. Müller. Servus Ludwig. Servus Christian. Lieber Ludwig, das erste Mal im Jocherl? Ja, Wahnsinn. Alle haben mir gesagt, du, Jocherl war leiwand und wieso spielst du da nicht? Und dann kam von dir ja sogar die Initiative. Also vielen Dank dafür, das war einfach ein leiwander Abend vor kleinem, feinem Publikum. Das nächste Mal sind wir sicher ganz voll. Genau, das bin ich auch überzeugt. Sag, seit wann machst du Kabarett? Ja, eigentlich jetzt schon ein Vierteljahrhundert. Das hat mich neulich selber geschreckt. Ich habe eigentlich schon nach meinem Jus-Studium Gerichtshilfe schon angefangen, erste Gedichte zu schreiben und tatsächlich auch Fälle in Schüttelreime zu setzen oder Nummern draus zu machen. Und dann hat es aber nicht gleich ganz geklappt. Also ich bin dann erst einmal nach Berlin gegangen und habe dort als Autor gearbeitet, tatsächlich fürs Radio, und habe dort aber wirklich so wenig verdient, dass damals in Berlin sie auch nicht ausgegangen ist. Und dann bin ich mal zurück und habe dann also, ja, mit diversen Jobs als Journalist oder nochmal ein bisschen als Jurist und das Verschiedenstes. Und irgendwann war ich drin. Also das kam eigentlich dann auch ein bisschen mit den Preisen und den Wettbewerben. Die sind schon immer sehr, sehr gut. Das war Grazer Kleinkunstvogel. Es war später der Salzburger Stier, Passauer Scharfrichterbeil, und mit denen war ich dann so drin, dass ich nicht sagen kann, also seit den Nullerjahren eigentlich, den Nullerjahren. Ja. Konnte man ein bisschen davon leben? Ja, das war früher vielleicht da. Ja, also vor, ja. Nein, vor, also Ende 90er, du hast wahnsinnig viel Vereine gehabt, es waren viel, viel mehr als heute, und du hast eigentlich als Kabarettist nicht wahnsinnig viel an Videomaterial oder so, es hat ja damals die sozialen Medien noch in der Form nicht gegeben, und der Veranstalter hat ein Plakat aufgehängt und am Dorf, und am nächsten Tag oder nächste Woche war voll, und man hat sich gar nicht so angeschaut, wer das jetzt ist. Oder du weißt es ja auch, früher die Lokale hatten ja Stammpublikum, das war Abo-Publikum, oder die haben gesagt, man geht einfach ins Niedermeier. Genau. Ja. Oder in die Kulisse, oder wo auch immer. Ja. Apropos Kulisse, du spielst ja demnächst in der Kulisse. Ja, 1. November, Allerheiligen, das wird natürlich ein bisschen ein schwieriger Termin, aber es schaut schon ganz gut aus. Und ja. Ja, wobei, schwieriger Termin in Wien, die sind ja eh alle morbid, also von der Seite ist das nicht so ja, tragisch. Schneidet es besser außer, ja. Nein, ich finde das gut, was ist ja okay. Nein, 1. November ist, also in Deutschland ist es vor allem ein schwieriger Termin, in Bayern ist es ja überhaupt so, dass eigentlich ja Tanzverbot und Belustigungsverbot ist, manche spielen trotzdem, und bei uns, ja, die Leute gehen trotzdem ins Kabarett natürlich, ja. Boah. Gut, dann sage ich dir herzlichen Dank, toi toi toi, und viel Spaß für alles Nächste. Danke Christian für diesen wunderbaren Abend. Es war wirklich ein ganz, ganz leibender Kabarettabend. Ich hoffe, alle Beteiligten. Der Sumpf des Grauens. Naja, es klingt nach einem billigen Horrorfilm, und wenn man jetzt genau ist, dann ist es das auch. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu früh lacht und das Ganze nicht zu unernst nimmt, weil der Sumpf des Grauens ist natürlich in uns allen, unsere Abgründe, unsere Seele, und da sind alle möglichen Teufel versteckt. Und das Theater ist für diese Dimension ja eigentlich nur eine Metapher. Ja, also das würde jetzt zu viel bedeuten, wenn ich auf dieses Stück gekommen wäre, sondern unsere Künstler, die wir engagieren, und Künstlerinnen. In dem Fall ist es der Alexander Pschill und die Kaja Timnitzki. Die machen uns immer Vorschläge. Wir geben ihnen nur enge Vorgaben. Erstens, ihr müsst das Stück selber schreiben. Es muss mit einem Klassiker zu tun haben. Und ihr selber müsst es auch inszenieren und ausstatten. Das heißt, jeden Tag versammeln sich sogenannte Theatermacher und Innen. Und da ist der Alexander Pschill natürlich ein kongenialer Partner, der mit seiner Frau, die Stücke schreibt, der inszeniert sie, großartige Texturen uns liefert. Und in diesem Fall auch, und das ist auch schön für unsere letzte Saison, eigentlich eine Persiflage auf unseren ganzen Betrieb und ganz konkret auch auf den Betrieb des DAX macht. Ja, das war richtig gut.
Gut, war schlecht, es war echt. Es warst du, verstehst du? Du. Die Schuld und diese Gedanken wegspielen! Theater ist ja die beste Therapie, das muss man schon sagen. Oder es ist einfach nur Verdrängung, Schoko. Na und? Da wärst du ja Meisterin, Andrea, weißt du, Schoko. Nur Wille sein alleine reicht nicht. Ein bisschen Talent gehört schon auch dazu. Von OKTO-TV der Wahl. Heute habe ich einen jungen Künstler bei mir, der eigentlich ursprünglich aus Odessa kommt. Er wird sich jetzt mal kurz selbst vorstellen. Alexei Semenenko. Lieber Alexei, darf ich Alexei sagen? Klar. Alexei, ihr seid heute im Musikvereinssaal bei den goldenen Violinen aus Odessa. Stimmt das? Das stimmt, richtig. Ich habe gehört, dass diese Veranstaltung eigentlich immer in Odessa stattgefunden hat und seit den Kriegsunwirren das natürlich dann woanders hin verlegt wurde. In dem Fall, Gott sei Dank, zu uns nach Österreich. Ja, und das war fast jedes Jahr.
in Odessa und von denen habe ich 3-4 Mal mitgemacht. Und heute wird mein Traum wahr, dass ich mal tatsächlich so abhacken kann in meinem Sinne, in meinem Geiste, dass ich im Musikverein gespielt habe. Und jetzt habe ich einen zweiten Protagonisten des heutigen Abends bei mir, bei den Goldenen Violinen aus Odessa. Und auch er wird sich gleich selbst vorstellen. Ja, ich bin Violinist Michael Weimann, ursprünglich von Odessa, ja, wunderschöne Stadt. Und ich bin sehr froh, dass ich kann in diesem Konzert heute Abend teilzunehmen. Und besonders über heutige Abendkonzert, ich möchte sagen, dass es sehr, sehr wichtig für mich große Freude, dass ich kann teilzunehmen. Aber das ist auch sehr wichtig zu zeigen in Wien, weil Wien, das ist musikalische Hauptstadt, nicht nur für Europa, für die ganze Welt, ich glaube. Und zu zeigen, dass ukrainische Leute von Ukraine können etwas bringen, auch für diese Atmosphäre, welche existiert in Wien. Und ich bin sehr froh, da zu sein. Ich durfte, ich selbst durfte. Da steht ein Holzhaus mit einem ganz